Hey Leute, willkommen zurück zu Stalker Lost Alpha. Ich habe mich mal informiert. Ich habe nachgelesen, das war ein russisches Forum, aber das war schön bebildert und man hat gesehen, wo man ungefähr hin muss. Da muss man erstmal drauf kommen. Also ich hätte wahrscheinlich sehr viel suchen müssen. Natürlich muss ich das Gebäude finden, in dem sich das Gas befindet. Aber dass man das doch so gut von außen sieht, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Naja, wir laufen jetzt mal ein bisschen hin. Und zwar ist das hier... Oh, wow. Duty HQ. Das habe ich nicht registriert vorher. Wahrscheinlich habt ihr ein bisschen die Comments geschrieben. Ich bin so ein Dödel, ne? Oh, Mann. Da muss man... Da habe ich wieder nicht die Augen aufgemacht. Ja, ich weiß, ich gebe es ja zu. Ist meine Schuld. Aber ich bin halt nur von dem Marker auf der Karte ausgegangen. So, seht ihr hier da das Gas? Das ist ja schon sehr offensichtlich, oder? Und da ist auch der Tote drin. Aber es waren doch drei Tote. Warum ist es jetzt ein vierter? So, Gasmaske. Das seht ihr, die hält 3 Minuten. Muss ich mich jetzt aber ganz schön beeilen. Ich habe hier noch eine zweite und eine dritte, aber... Ich will nicht zu viel Zeit verplempern. Ist er denn? Liegt er hier unten? Nee. Er muss irgendwo oben liegen wahrscheinlich. Oder unten. Vielleicht gibt es noch einen Keller hier. Boah, es ist ein Albtraum. Ich sehe nichts. Es ist einfach nur hell und weiß. Also so hellgrün, schleimgrün. Schleimiges Grün. Gott, das ist ja wohl der Schulungsraum. Oder war der Schulungsraum? Aber das Gas muss ich da irgendwann wieder verziehen, oder nicht? Außerdem könnten hier jederzeit noch mehr Blutsauger sein. Oh, das war Feuer. Nee, hier ist halt gar nichts, weißt du? Das ist das Hauptquartier der Duties, aber... Wir haben hier nichts. Da ist nichts, einfach mal. Keine Waffen oder Munition, zumindest. Gar nichts. Oh, da ist der Tote. Okay, und er hat hier diese IL-86. Die nehme ich mal mit. Und ein PDA. If anybody gets this message, we are under attack by unknown entities. I have hidden some supplies in a safe room near the bar. If you can make it there, you have a chance to defend yourself. The code is 437. I don't know how much longer I can hang on. Can't breathe. 437. Merkt euch das. Ich schreibe es mir schnell auf. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner. Ich höre sie. Ja. Wow. Nee, das ist keine gute Idee. Licht ist auch keine gute Idee. Kill the Bloodsuckers, dachte ich. Es ist ja nur... Oh, oh, neue Gasmaske. Ich dachte, es sind mehrere. Es war doch Plural. Bloodsuckers. Oh, Mann, ey. In der Nähe der Bar, sagte er. Ja. Toll. Supplies near the bar. Was essen. Guck da zu trinken, geht ja nicht ohne. Ist ja immer alles so trocken, der Fraß hier. Dachte eben, da wäre schon wieder einer. Oh! Da habe ich gehofft, dass ich hier noch ein paar Schuss finde. Oh, ich muss mich echt beeilen. Eine habe ich noch.
danach. Aber gut, ich weiß ja, ob es rausgeht. Es geht ja recht flott. Aufpassen, dass ich hier nicht unversehens in irgendwelche Blutsauger reinrenne. Boah, ist das furchtbar hier. Dieses grüne Grün. Ja, okay, das ging sogar. Das war jetzt alles, die paar Schuss nur und dann fertig aus. Auf Wiedersehen. Oh, gut, ich bin raus. Das war schön, oder? Ja, das war wunderschön. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch irgendwo unten ins geheime Labor. Rostock Fabrik. Da. Sind wir hier? Ah, das ist das Labor X14. Interessant. Lass mich raten, hier geht's nicht raus. Nein. Schöner Mist. Eine Gasmaske habe ich ja noch für den Notfall. Ich finde es trotzdem richtig unheimlich hier. Mir ist ganz warm auf einmal. Ja, ja. Ich habe schon so viele Energy Drinks versoffen. Was ist denn hier los? Das darf ja wohl nicht sein. Die guten Energy Drinks. Na gut, ich sehe es ein. Ich hätte auch jetzt mit dem Auto gar nicht herfahren können. Das hätte sich kaum gelohnt wahrscheinlich. So. Gleich sind wir da. Muss mal ein Schlückchen trinken jetzt. Es tut mir leid. Ah! Kaltes Wasser. Tut das gut. Ist auch wieder warm heute, ne? Ja, es ist. Wenn du aber nichts reden kannst, rede über das Wetter. Habe ich mal gehört. So, da bin ich. Ich habe mich drum gekümmert, um das Problem. Hast du die PDAs? Ja, die sind alle tot und hier sind die PDAs. Danke, Stalker. Jetzt können wir in Frieden zurück zu unserem Hauptquartier. Wir werden das Gas rausfiltern. Was? Was können wir für dich tun? Du hast erwähnt, dass es da ein Untergrundlabor gibt, das ihr verschlossen habt. Nun, dieser Ort ist geheim... Nicht geheim, restricted area. Och, ich weiß das deutsche Wort nicht. Ja, betreten verboten. Auf jeden Fall gibt es da sehr viele mutante Nester von den Viechern. Aber ich sag dir was, wenn du da runtergehst und den Platz säuberst, dann, was? Dann frage ich dich einfach nichts als Gegenleistung. In Ordnung? Na gut, wo ist der Schlüssel? Unser Anführer Petrenko hat den Schlüssel. Wenn du ihn willst, dann musst du ihn in der Bar sehen. Ah. Ich werde ihm eine Nachricht senden, dass du ihn... dass du ihn sehen willst. Danke, wir sehen uns. Was ist das? Halt hier einfach nur ein paar Hunde ab, oder wie? Ist doch kein Problem. Hätte ich auch machen können. Das war ein Hund, meine Güte. Okay, na, ich werde schon wieder zurück zu Petrenko müssen. Das ist doch doof. Ich war doch erst dort in der Bar. Ah. Wo ist denn dieser Stash in der Nähe der Bar? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja. Das ist echt blöd. Echt blöd! Wie gesagt, ich war erst bei Petrenko, ja? Und ich habe alles gemacht. Was? Ein Psi-Sturm kommt. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Ich geh da vorne hin. Käckchen. Das reicht aber noch. Wie gut, dass es hier einen Unterschlupf gibt. Oh ja.
Sag ich mal vor, ich wälze dich hier in Sicherheit. Was, was, was? Bin ich in Sicherheit? Ich hoffe es doch. Na, vielleicht können wir uns das Ding jetzt mal aus der ersten Reihe angucken. Die Stimme sind schon cool. Vor allem fegen dann so richtige Wellen übers Land. Ich habe das schon mal im Untergrund mitbekommen. Das ist einerseits ein sehr krasses Naturschauspiel, andererseits auch ganz schön beängstigend. Also ich würde da richtig Muffensausen bekommen, obwohl ich Stürme ja liebe, ne? Oh, da kommt schon die Welle. Hört ihr sie? Diese statische Rauschen so ein bisschen. So drr, drr. Und der Himmel verfärbt sich dann. So. Erlebt man auch nicht oft hier, aber es ist immer wieder cool, glaube ich. Wann geht's denn los? So richtig. Ja. Na komm, gib's uns. Komm, zeig's uns. Wenn ich jetzt rausgehen würde, wäre ich ruckzuck tot. Das geht da ganz schnell. Da verliert man Leben, Leben, Leben weg. Ja. Wie sieht's aus? Irgendwie warte ich noch auf das große. Auf das große Finale. Aber es scheint nichts zu kommen. Ich glaube, sie wollen einem manchmal nur so ein bisschen mehr Zeit geben. Los jetzt. Ich glaube, für das nächste Mal hole ich mir diese Zombie-Pillen, dass ich da einfach wegschlafe drüber. Jetzt mach halt, komm. Ich will es ja gerne skippen, aber das dauert eine kleine Weile. Bin ich schon wieder raus? Nein. Sieht aber eigentlich aus, als wäre es schon vorbei, oder nicht? So, ich bin gleich zurück an der Bar. Hat jetzt nur 10 Minuten Lauferei gekostet. Das habe ich mal alles rausgelassen und werde es dann doch zurechtschneiden, weil das ist ein bisschen öde. So sinnloserweise hin und her laufen, finde ich ja gar nicht toll. Aber mein Gott, was willst du machen? I've always got something interesting for people like you. Halt die Backen und kratz dich lieber am Arsch, genau. So, was kann ich denn alles da lassen? Ich lass mal ein Wässerchen da. Lass mal die da. Die lasse ich da. Ich habe die Knarre ja gar nicht mehr. Schade. Habe ich noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Hey, ich habe noch eine Gasmaske im Inventar. Hast du vielleicht was Neues? Außer ein bisschen Munition eigentlich nicht, ne? Ein bisschen Petroleum. Habe ich in mir alles, was soll der Terz? Nee, so viel werde ich nie im Leben brauchen.
Ja, das kann ich nicht laufen, das habe ich mir schon gedacht. Come here. I've always got something interesting for people like you. Ist mir egal. My information might well be of use to you, Stalker. Ist mir egal. What's up? How goes it? What's up? Alles klar, jetzt werde ich erstmal bei ihm ein bisschen reparieren. Hi, Petrenko. Den Monolithenanzug. Was kostet das? 500? Ja, easy. IL, was kostet die? 1200. Was ist, wenn ich die jetzt reparieren lasse? 1200. Ja. Ist der jetzt mehr dafür her, oder? Ja, es geht. Hat sich nicht gelohnt, aber ist ja auch egal. So, warum habe ich die eigentlich mitgenommen? Ja gut, ich war nicht mehr in meiner Kiste. Ich werde mir mal eine neue Knarre holen, weil die hier... Die Sniper-Obokan ist vielleicht ganz nett, aber... Irgendwie ist sie auch ziemlich nervig, weil es andauernd ruckelt, wenn ich sie abfeuere. Aber die ist viel schlechter, die Sniper-Obokan. In der Accuracy, meine ich. Habe ich die eigentlich die ganze Zeit nicht mitgenommen? Ey. Stell dich da nicht immer davor. Du stehst total unnütz im Weg rum, weißt du das, Kumpel? Oh, die ist schon ein bisschen gefetzt, ne? So. Aber war das nicht... Die Obokan hat ja auch geruckelt, oder nicht? Die AK-74 meine ich doch. Hat die nicht auch geruckelt? Dann kann ich den Colt nicht wiegen lassen? Das ist schade. Na gut, scheint, als würden wir uns wieder treffen, Colonel. Nun, nun, wir haben... Du hast ja ganz schön einen ganz schönen Ruf gemacht unter der Duty. Auf Blutsaugerjagd zu gehen, das ist verdammt groß. Du bist ein Held. Ja, ja. Nun, ich... Glauben Sie nicht, was alles in den Papieren steht. Sei nicht so schüchtern. Du hast der Duty einen großen Dienst erwiesen. Egal. Ich habe von Dima gehört über deinen kleinen Deal mit ihm. Du hast gut getan daran, Marked One. Hier. Was? Du bist besser als der meiner, als mein bester Mann. Die Ecologists haben das tödliche Gas in der Fabrik oder filtern es, während wir miteinander sprechen. Es ist so schade, dass so viele von den verdammten Blutsaugern getötet wurden. Ich muss dich aber warnen, bevor ich dir den Schlüssel gebe für die Fabrik unter Rostock. Es gibt eine Art Blutsaugerkönig da unten. Er ist nicht ohne Grund dort unten versiegelt worden. Er ist ein verdammtes Nest. Wenn du runtergehst, dann schleif den verdammten Bastard für mich zur Hölle, ja? Hier ist der Schlüssel. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Stalker. Ja, ich glaube, er ist ganz schön angepisst, dass ich seine Kinder getötet habe. So kann ich auch den Job zu Ende bringen. Ja, es ist einfach mal ganz cool. Ganz locker alles, ne? Dann mach ich das schon. Ich hab die Munition, verkaufe ich dir einfach mal. Die brauche ich sowieso nicht mehr. Habe ich noch irgendwas, was du haben möchtest? Nee. Mist, ich bin über 52. Also über 50 bin ich drüber. Das ist nicht gut. My information might well be of use to you, Ach, halt doch die Fresse. Entschuldigung, aber der nervt mich einfach mit... Man kann es auch mal sagen. Ganz fröhlich und freundlich, halt doch mal die Fresse, bitte. Halt doch mal die Fresse, mein Freund. Nein, 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 halt doch mal. Einfach die Schnauze halten. Ich glaube, die Gasmaske lasse ich da, oder? Warte, machst du einen Job für mich? Meat Chunk, Bandits und Zombies. Das ist das Soul, das ist kein Meat Chunk. Ich habe auch keine Artefakte dabei gerade. Oh, ich habe noch einen Silencer. Come here. I've always got something interesting. Das ist mir egal. Ja. Das ist mir total egal, Mann. Interessiert sich niemand für, was du willst. Sniper Obokan kann ich eigentlich auch verkaufen, oder? Nimmst du die? Ja, macht er sogar. Ich brauch sonst gar nichts mehr. Für die GP37 kann ich nichts machen.
Das ist so eine geile Waffe, ne? Guckt sich an, die hat fast alles auf Maximum, bis auf Damage. Und das hat sie höher als die AKM. Aber du hast doch nur Ranzwaffen hier. Warum gibt es hier keine guten Waffen mehr im Spiel? So wie OC-2000 oder was das war, die sich so ganz, ganz blechern angehört hat, aber richtig geil war. Na gut, Leute, ich werde das mal rausschneiden. Wir sehen uns gleich wieder unten in der Rostock-Fabrik. Das dauert alles sonst so lange hier. Und da sind wir wieder zurück an der Rostock-Fabrik. Das ist immer so weit zu laufen hier. Das mache ich in Zukunft nicht mehr, dass ich das drin lasse, glaube ich. Auch wenn es dann Schneiderei bedeutet und wenn alles ein bisschen länger dauert. 5-6 Stunden zum Rendern. Oh nein. Okay, der Colt macht doch ein bisschen weniger, als ich jetzt erwartet hätte an Schaden. Das ist fast schon etwas schwächlich. Also, für so ein fettes Kaliber hätte ich doch schon ein bisschen mehr Wumms gewünscht. Aber mein Gott, ich werde die noch leer schießen und dann wieder wahrscheinlich so eine Walter 9mm. Sowas werde ich mir da wieder aneignen. Habe ich ja noch in der Kiste im Auto liegen. Gut, ich glaube, der schnellste Weg ist einfach hier durchzulaufen. Oh, da ist jemand. Oh, die sind hier wieder drin überall. Das ist ja cool. Guck mal, die Duty hat sich hier direkt wieder angesiedelt, nachdem ich alleine alles gesäubert habe. Was sie nicht gemeinsam geschafft haben. Ihr seid solche Luschen manchmal, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Da macht man alleine alles richtig und die setzen sich ins gemachte Nest. Ich will nochmal ganz kurz zu denen gehen und schauen, ob sie was zu handeln haben. Weil Papa braucht wieder ein bisschen Zeug, ne? Das ist ja jetzt echt zu den Toten gesellt. Wie wär's mal mit begraben oder so? Ernsthaft? Er legt sich da einfach hin und schläft. Ja. Hört sich aber nicht gesund an, was du da machst. Ich weiß nicht, ob man das als Schlafen bezeichnen kann. Hi, Jungs. Warum machst du da deine Russenhocke? Setz dich mal nochmal hin, Mensch. Kennt ihr die Russenhocke? Guck mal, das ist eine Instagram-Gruppe. Das ist total lustig. Die Russenhocke. Na komm, ich will jetzt nicht alles abklappern. Ein Energy soll reichen. Wow, direkt über dem Blutsauger liegen die da und pennen. Ich glaube, es hackt. Ist ja euer Bier, was ihr macht. Ich würde mich da nicht so einfach hinlegen. Wer weiß, ob die Viecher wirklich tot sind. Ob die nicht irgendwelche regenerativen Kräfte haben und da wieder aufstehen. Ne. Ne, ne, ne. Lass mal stecken. Ach, verdammt. Kann ich den gleich saufen, nur dass ich wieder schnell laufen kann hier hinter. Oder ob das ja das Hauptquartier? Will ich da nochmal kurz einen Blick riskieren. Und dann, Leute, beim nächsten Mal geht's auf jeden Fall runter ins Labor X14 zum Blutsaugerkönig. Meine Güte, es hört sich schon sehr verheißungsvoll an. Und auch sehr unheimlich natürlich. Ich meine, ich bin ja ganz gut dabei mittlerweile. Ich habe herausgefunden, wenn ich übrigens hier zoome, also anlege die Waffe, ist alles wunderbar. Wenn ich aber aus der Hüfte schieße, dann ruckelt das. Ich habe nämlich auch mal das Fernrohr abgeschraubt. Und das ist jetzt meine normale Automatik-Nahkampfwaffe. Wahrscheinlich ist sie auch dafür gedacht. Und die hier nehme ich dann für Fernkampf. Auch wenn der Zoom hier besser war jetzt von der anderen. Von der AK. Oh mein Gott. Oh, guck mal, das Gas ist weg. Aber hier ist kein einziger Typ. Keine Menschenseele. Ich dachte, die haben das wieder bezogen hier alles. Habt ihr nicht, ne? Nee. Das war ja ein schönes Hauptquartier. Oh, jetzt. Da sind sie. Ich habe übrigens diesen Stash nicht gefunden. Ich schwöre euch, ich habe überall geguckt, aber... Dieser Stash, von dem die Rede war, mit der Nummer 437,
Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht könnt ihr mir das nochmal schreiben. Ich muss früher oder später sowieso nochmal zur Bar. Oder war das vielleicht der Safe gemeint in der Bar? Könnte wohl auch sein, oder? Ja. Aber das soll noch Zeit haben. Auch keiner. Jetzt ist es erstaunlich, dass das hier nicht auf die Batterie geht oder sowas, das Nachtsichtgerät. Wir sind noch eins drüber. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon. Müssen ja dann im obersten Stock auf dem Dach sein, die Jungs. Nee, auch nicht. Seid ihr ganz unten? Ah, guck mal, die haben sogar so einen kleinen Fuhrpark, aber ich wette, da geht kein einziges Auto mehr von. Hey, das aussieht, wenn ich die Leiter runtersteige. Oh, da wackelt alles. Nee, du. Da sind sie, hä? Jo. Hey, die haben sogar einen Shop. Scheinbar. Hey, ich habe gehört, du kannst Dinge reparieren. Ich habe ein paar Dinge, die repariert werden müssen. Ja, 300 Rubel. Muss ich nicht, ne? Exzellenter Condition. Sehr gut. Excellent Condition. Und der hat unendlich Kohle. Das ist gut. Da kriegst du erstmal die Messer. Die brauche ich. Was? Die geben so viel? Hammerhart. Das ist ja hammer, hammer hart. Na, schläfst du gut? Er sagte bestimmt sowas wie: schon gut, ich stehe schon auf. Lass ihn ja schon weiter schlafen. So, das war's. Oh. Ich dachte schon, die Nahrung ist bestimmt ungenießbar, wenn die die ganze Zeit im Gas rumgestanden hat. Das lagert sich ja auch auf der Oberfläche ab irgendwie. Geile Sache. Na gut. Oh, hier geht's raus. Ah, oh ne, das sind die drei wieder. Hab eben ganz kurz schon gedacht, hier sind noch mehr. Ja, das ist schon wieder Ende. Oh. Oh nee, sehr schön. Nur ein Päckchen. Hä, wie komme ich jetzt da hin? Muss ich wieder hinten raus? Und dann irgendwo über den Hof, ha? Huh? Gerät aus. Obwohl ich halt schon finde, dass das ungemein hilft, das Nachtsichtgerät. Komme ich ja nirgends rauf, den Fuhrpark hier. Das ist alles abgesperrt. Ah. Da muss ich jetzt mal schauen gehen. Das ist hier alles dicht. Und da geht sowieso nicht weiter. Ja, nee. Ich muss da vorne und dann irgendwie links abbiegen, weil hier ist ja auch gleich wieder Sackgasse. Ah, es ist schon ein bisschen umständlich gemacht alles. Oder ich komme von oben ran, das könnte natürlich auch sein. Ja. Hier ist echt alles zu, ne? Oder aber... Ich komme irgendwie auf den LKW und springe dann darüber. Auf den Zaun und dann exploite ich da ein bisschen rüber. Oh nein. Ja. Ich probiere es noch einmal. Ansonsten werde ich euch das ersparen und dann nächstes Mal weitermachen. Muss nämlich funktionieren, ich weiß das. Habe ich schon öfter gemacht in dem Spiel. Ja, nicht runterrutschen. Danke. Cool, ich bin auf dem Gelände. Ob das jetzt ein Fehler war, weiß ich nicht. Vielleicht komme ich hier nie wieder weg. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns wieder zu Stalker Lost Alpha. Bis zum nächsten Mal.